Sei zielstrebig und wenn du Dinge dir ausgedacht hast, bleib an dem Thema dran und lass dich nicht einfach so ablenken von Gegenwind. Günther Kehrer, Information System, Business Services steht da drauf. Also das Coolste an meiner Tätigkeit finde ich wirklich, dass ich mit sehr vielen Menschen zu tun habe und mit denen Lösungen und Ziele gemeinsam vereinbaren kann und dann auch diese versuchen umzusetzen. Es ist natürlich bei uns so, dass wir sehr stark im Projektgeschäft sind und da ist es schon das eine oder andere Mal so, dass man halt nicht abends um 5 nach Hause gehen kann oder im IT-Bereich. Auch sehr üblich, dass es das eine oder andere Mal am Wochenende einen Einsatz gibt, wo man halt Dinge machen muss, damit das System am Montag wieder läuft. Also ich arbeite bei Omicron Electronics. Wir sind ein weltweit durchführendes Unternehmen, das Prüf- und Messgeräte für die Elektroindustrie herstellt. Und dort bin ich zuständig für den ERP-Bereich, also Enterprise Resource Planning, wie es bezeichnet wird. Und da wachsen im Prinzip alle betriebswirtschaftlichen Prozesse, sind in der Software abgebildet und integriert. Und da arbeiten alle Leute im Prinzip weltweit damit. Zum Beispiel sind wir gerade an einem Lagerprojekt dran, wo es darum geht, Systeme automatisch zu steuern. Und da steuert das ERP-System, liefert die Basis der Daten. Zum Beispiel, ich will Artikel XY, den brauche ich, damit das ERP-System mit dem anderen System spricht und dann genau dem Mitarbeiter X den Artikel Y zur Verfügung stellt, damit der den einpacken kann in den Karton und dann schlussendlich über die Spedition versenden kann. Also das beginnt im Prinzip bei der Beschaffung, Produktion, Planung, Finanzbuchhaltung, Kostenrechnung, also das sind alles einzelne Module und in diesen Modulen gibt es sehr viele Anpassungswünsche weltweit, die dann umgesetzt werden müssen. Wir besprechen das im Prinzip im Team, dann wird das ausgearbeitete Konzept erstellt, was da alles die Anforderungen sind. Es kann zum Beispiel sein, nur ein Feld irgendwo einblenden in einer Tabelle, bis zu doch sehr komplexen Anforderungen. Zum Beispiel vielleicht, dass man sich ein bisschen vorstellen kann, wir bauen gerade da drüben ein neues Logistikcenter und da ist es so, dass natürlich unser ERP-System das irgendwo schon das Herzstück ist, auch für die ganzen Steuerungen dieser ganzen Lagersysteme, die automatisch funktionieren sollen. Und da ist ein Verbindungsgang geplant, also zwischen diesen zwei Gebäuden. Und das ERP-System muss natürlich vernünftig mit den anderen Systemen kommunizieren können. Und da geht es sehr viel um Schnittstellenbeschreibungen. Also es klingt jetzt sehr trocken, aber es sind doch sehr interessante Prozesse, die man gemeinsam erarbeitet, um dann zu schauen mit dem jeweiligen Anbieter und Hersteller, wie wir da die Systeme vernünftig miteinander verbinden können. Dafür sind natürlich sehr viele Workshops, Meetings nötig, wo wir das gemeinsam zusammenstellen und dann auch natürlich mit externen Partnern. Diese koordiniere ich, damit wir da sauber gemeinsam zusammenarbeiten können. Und natürlich viel E-Mail-Kommunikation. Wir haben ein ERP-Board, also das wird als solches bezeichnet. Das ist jeder Fachbereich ist vertreten durch eine Person. Öfters ist es der Coach oder der Verantwortliche für diesen Bereich. Und da treffen wir uns einmal im Monat, um die ganzen Projekte abzustimmen, schauen, was hat man gemacht, was ist zu tun, was sind die neuen To-Dos, auch ein bisschen Zeitplanung, bis wann sollte was fertig sein. Und also diesen ganzen Implementierungsprozess, den betreue ich und bin verantwortlich bei Omicron, damit das doch rund läuft und dass sich nicht quasi die Kollegen beim Kaffeeautomaten treffen müssen, weil das System nicht funktioniert hat. Bin in Geissa aufgewachsen und habe dort normal Volks- und Hauptschule gemacht. Und dann habe ich mich entschlossen, eine kaufmännische Lehre anzufangen. Also ich habe das wirklich von Grund auf gelernt. Das war Sanitärgroßhandlung, wo ich mehr oder weniger alle Dinge durchgearbeitet habe. Also wirklich vom Lager mit dem Hubwagen Dinge also einzusortieren. Bis hin, also ich war dann verantwortlich für den ganzen Einkaufsbereich, Verkaufsbereich, also diesen ganzen kaufmännischen Part. Dann habe ich eine Abendausbildung gemacht, der Fachakademie Handel über 3 Jahre. Bin dann intern im Unternehmen gewechselt in die IT-Abteilung und da war ich auch zum ersten Mal dann mit dem Thema ERP konfrontiert. Habe da Schulungen, war an sich für Schulungen eingestellt worden, habe dann aber sehr schnell mich einarbeiten können und war dann 12 Jahre ERP Senior Consultant, wo ich verschiedene Projekte im ERP-Bereich, also von der Erstpräsentation bis zur Einführung dann durchgeführt habe. Und jetzt vor gut 1,5 Jahren bin ich dann glücklicherweise zu Omicron gewechselt.
Also ich glaube, es hat mir hier sicherlich sehr viel geholfen, dass ich einerseits das im Daily Business selbst gemacht habe, was ich jetzt eher organisatorisch und strukturell mache. Ich denke schon, dass es sehr, sehr wichtig war, diesen Werdegang zu machen, auch mit der kaufmännischen, betriebswirtschaftlichen Ausbildung, dass es sehr hilfreich für meinen Job ist. Also ich denke, dass man zielstrebig sein soll, dass man Dinge, wenn man sie auch vereinbart mit Kollegen, dass man die auch einhält, entsprechend auch eine Art der Kommunikation mitbringt, damit man, es ist in dem Fall kein Job, wo man nur am Schreibtisch sitzt und irgendwelche Dinge bearbeitet, sondern man hat sehr viel mit Menschen zu tun und da ist, glaube ich, Kommunikation sehr wichtig.